Elfilin, da bist du ja wieder. Endlich haben wir dich gefunden. Oh, das... Ja, das ist ja nur eine Puppe. Aber... Wo ist... Hä? Was war das? Oh. Oh nein. Oh oh. Tanzpanzerbestie Gürteltor. Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Kirby und das vergessene Land. Hier auf Katze. Für uns geht es heute in die Mondscheinkluft, in der wir hoffentlich eine ganze Menge entdecken dürfen. Wir werden mal sehen. Fängt ja schon mal ziemlich spannend an. Mit diesem hohen Berg, den wir jetzt erklimmen dürfen. Okay, Kirby, ich hoffe, du bist bereit. Jetzt geht's erstmal so richtig los. Achtung, ein Maulwurf, den schnappen wir uns gleich mal. Kann ja nicht schaden, diese Bleistift-Bohrer-Fähigkeit zu haben. Und lohnt sich's, diese Steine zu zerstören? Nö. Sandsteine, die einfach so verschwinden. Ja, kennen wir ja schon. Aus ganz anderen Leveln. Und was willst du, mein kleiner Racker? Achtung, hier fällst du. Na, oh, Glück gehabt. Der wäre aber blind in die Schlucht gelaufen. Eieieiei, mein kleiner Frechdachs, du. Pass doch auf. Okay, was haben wir denn hier drin? Ui, wie schön. Ein kleines Geschenk. So, vorsichtig weiter und da oben wartet schon Mr. Maulwurf. Aber der kann uns nichts bieten. Er kann uns nicht stoppen. Zumindest nicht Kirby. Wow, du hast die Zwillingsbohrer-Blaupause erhalten. Bring sie zu Waddle Dees Waffenladen, um damit die Spezialpower-Bohrer zu entwickeln. Das klingt mal richtig cool. Damit sind wir schon mal sehr gut ausgestattet. Und wie man unschwer erkennen kann, gibt es hier noch ein Bild von Kirby, was ich irgendwie mit der Bohrerfähigkeit nicht kaputt machen kann. Ah, Moment, ich kann noch Bleistifte schießen. Dann mache ich das mal so. Achtung, hier rein und zack, Bleistift geschossen. Entferne 3 Gesucht-Poster. Ja, eine übliche Aufgabe, aber nehmen wir gerne an. Da unten war nichts mehr, dann geht's jetzt in den Tunnel. Oh, die Glühbirne! Das wird ein dunkles Level sein. Oh, wie cool. Ja, eine Mine. Das ist bestimmt eine Mine. Vielleicht finden wir Diamanten. Wow. Wie cool. Also ich muss sagen, eine Mine in einem Wüstenlevel einzubauen, finde ich super. Wann gibt es bitte in einer Wüste ein Minenlevel? Ich kann mich an keines erinnern. Deswegen finde ich das richtig grandios. Schön abwechslungsreich, aber... Das beweist das Spiel Kirby sowieso immer wieder, von Folge zu Folge. So, uiuiui. Hier ist es wirklich finster. Aber kein Problem. Die Geister, die vielleicht auftauchen könnten, oder diese Monsterchen, die sich nur dann bewegen, wenn sie etwas Licht erhalten, denen können wir ja gut ausweichen. Da müssen wir einfach nur kurz das Licht ausschalten. So, es geht da weiter... Was ist hier? Ah ja, da haben wir sogar einen Geist. Und die folgen uns ja immer dann, wenn wir, wie schon gesagt, das Licht einschalten. Ja, schnell weg hier, Kirby. Sehr gut. Rein theoretisch könnte man das sogar ohne Licht machen. Ist aber ein bisschen knifflig. Also lieber mal mit der Glühbirne spielen. Achtung, da sind Gordos. Jetzt hier vorsichtig durch. Ich wundere mich gerade, dass wir bis jetzt immer noch kein Waddle Dee gefunden haben. Also ich will ja nicht sagen, aber langsam wird es höchste Eisenbahn, oder? Da ist nichts mehr. Da haben wir ein Blümchen. Da können wir uns einmal hinten verstecken. Ah ja, weil der so schnell schießt. Und ist da... Oh, da ist noch was. Ja, ja, hinter der Kanone. Merkt euch das. Hinter der Kanone. Okay. Ein Trank. Ja, vielleicht... Wasser. Und da ist unser erster Waddle Dee. Also ich hoffe, dass es der erste ist. Sag mir bitte nicht, dass es der zweite ist. Es ist der, ja, der erste. Der erste von 5, wohlgemerkt. 5 Waddle Dees sind hier unterwegs. Ja, da wollen wir sie doch mal alle finden. Waddle Dees, wo ist, aua. Wo seid ihr denn? Wir finden euch schon. Zumindest hoffe ich das. Uiuiui. Checkpoint erreicht. Und da sind wieder diese Stahlträger, die herunterfallen.
Okay, bin ich hier richtig? Nicht, dass ich irgendetwas verpasse. Dann nach links. Da ist, glaube ich, nichts mehr. Dann zu der Treppe. Aber da hinten links ist noch so ein Schalter. Ah ja, da kann ich tatsächlich rüber. Da muss ich sogar rüber. Anders komme ich hier nicht weiter. So, und jetzt? Was passiert jetzt? Gar nichts. Ah doch! Eine riesige Plattform ist erschienen. Und ein Waddle Dee. Waddle Dee Nummer 2. Was haben wir hier rechts noch? Da ist nichts. Und links vielleicht? Oh ja, ja, ja. Hier ist ein... Nochmal ein gesucht Poster. Moment, mit der Glühbirne kann ich nicht attackieren. Dann... Kirby, nicht einsaugen. Du sollst dich in die Erde graben. Und peng, geschafft. Das zweite Poster wurde entfernt. Dann geht es weiter. Einmal durch dieses Tor. Da ist nur ein Hinweis, aber sonst nichts Wichtiges. Oh. Wir haben, glaube ich, alles in der Mine geschafft. Jetzt sind wir wieder draußen. Deswegen heißt die Brücke ja auch Mondscheinbrücke. Weil wir jetzt den Mondschein bekommen. Ihr erinnert euch, das Level fing mit einem Sonnenuntergang an. Dann waren wir in der Mine. In der Zwischenzeit ist die Sonne untergegangen. Und wir bekommen dieses wunderschöne Spektakel zu sehen. Ach, schön. Oh! Nein, ich habe die Kiste verloren. Ich hoffe, in der Kiste war nichts Wichtiges drin. So, jetzt habe ich wieder die Drachenfeuerfähigkeit. Mal sehen. Oh, leckeres Brot. Oder war das schon ein Baguette? Ist da was? Oh ja, da geht's weiter, da geht's weiter. Ich habe ein Geheimversteck gefunden. Oh, da geht's aber sehr viel, viel weiter. Ach so, oh, okay. Ihr seht es selbst, ich habe kein Geheimversteck gefunden. Ich muss einfach nur die Leiter hoch und dann drüben wieder runter. Ja, zu früh gefreut. Zu früh gefreut. Mensch. Achtung, Achtung und hepp. Erwischt. Tja, das war's dann für dich. Wow. Das ging ja richtig rucki-zucki hier über diese Sandsteine rüber. Dann rutschen wir mal darunter. Hier gilt wieder Vorsicht. Hier ist Vorsicht geboten, denn die Kanonen schießen nach uns. Aber unser Waddle Dee wird trotzdem gerettet. 3 von 5. Supi, dann mal schnell weiter. Hier darf man natürlich nicht stehen bleiben auf den Sandsteinen. Und da ist nochmal so ein... Frecher Fridolin, hier das letzte Poster. Somit haben wir alle Poster beseitigt und kriegen natürlich auch dafür einen Waddle Dee. Achtung, eins, zack und upsala, ja, das habe ich nicht so schön hinbekommen. Zumal ich jetzt mein Drachenfeuer verloren habe. Halb so wild, ich hole mir dann anschließend den Bumerang. Mein Chakram-Bumerang. Ja, ich muss meinen Bumerang immer noch erweitern. Ich habe schon vergessen, wie die neue Fähigkeit heißt, aber... Das sehe ich dann spätestens, wenn ich in den Waddle Dee Shop gehe, um dann meine Fähigkeiten zu verbessern. So, Zeit für den Hebebühnenstopfer auf dieser schmalen Brücke. Hier kann man sich einmal fallen lassen. Sehe ich gerade, denn darunter befinden sich auch noch Sandsteine. Super. Hui, ganz viele Münzen eingesammelt. Und raus da. Boah, schaut mal da oben, wie fies die Stelle ist. Wenn man versehentlich diesen Gegner einsaugt, dann schläft man auf der Sandbrücke, die dann auseinanderbröselt und dann, naja, fällt Kirby in die Tiefe. Deswegen machen wir hier jetzt ein Schläfchen. Oh, aufwachen Kirby, es geht weiter. Oh, ganz viele Schlaffähigkeiten. Bloß nicht berühren. Einmal drumherum. Hallo Schlafmützi. Und wir retten Waddle Dee Nummer 4. Wir haben es geschafft. Ja, ich kann mir leider keine Fähigkeit holen, denn sonst schlafe ich direkt ein. Und wir haben irgendwas freigeschaltet. So. Hoch mit uns, hoch mit uns. So, den nehme ich gleich mal mit. Bumerang, Chakram Kirby. Achtung, da gibt es jetzt... Kann ich den noch besiegen? Nee, der ist zu weit oben. Egal, einfach weiterrennen. Und jetzt kommt hier ein Stahlträger. Hey, Kleiner, versteck dich lieber, bevor du zerquetscht wirst. Da geht der ganze Boden kaputt. Oh, ich habe eine Münze verloren. Also 2 oder 3. 2 gelbe Münzen, 1 rote Münze. Naja, was soll's. Passiert. Dann geht's hier nach oben. Und was ist das für eine komische Stelle? Die ist ja auch sehr auffällig. Gibt's hier irgendwas? Nicht? Das
Also irgendwie finde ich die Stelle mehr als auffällig, aber ich kann jetzt nur hoffen, dass ich nichts verpasst habe. Nun weiter geht es. Oh, schaut mal, da schläft einer. Habt ihr den schon gesehen? Seht ihr den schlafenden Gegner? Ja, da muss man schon ganz genau hingucken. Ich zeige ihn euch. Der ist hier. Hey, aufwachen! Ich wollte dich nicht wecken, aber vielleicht gibt es was, wenn ich dich besiege, weil du so gut getarnt warst. Nee, gibt es nicht. Na gut, aber Zeit für den Bogen. Endlich können wir wieder mal mit dem lieben Bogen fliegen, mit Kirby. So, Kirby, der Bogenstopfer. Wir fliegen einmal im Mondschein durch diese Schlucht. Also, wie cool ist das denn? Achtung, eine Ramse. Uiuiui, immer schön ausweichen. Und Melonenpower, die gibt es oben drauf. Uiuiui. Richtig spannend. Mir gefällt das so, so gut. Oh, klasse. Windräder. Wer denn hier bitte im Canyon Windräder gebaut? Interessant. Ich weiß nicht, ob sich das so sehr lohnt. Zumindest nicht an dieser Stelle, oder? Naja, mir soll es recht sein. Ganz viele Ketten auf dem Boden, auch sehr interessant. Sehr, sehr schönes Level-Design. Wow! Da fliegt einfach alles komplett runter. Oh, guck mal, da gibt's rechts noch einen Weg. Ich nehme den rechten Weg. Und da ist sogar ein Waddle Dee. Klasse. Das ist der fünfte und somit letzte Waddle Dee. Wir haben also alle gerettet. Cool. Dann landen wir nun hier. Und da hinten sehe ich noch Kisten. Wollen wir doch mal nachsehen. Da ist sonst nichts mehr. Und was haben wir hier Schönes? Nochmal ein Geschenk. Eine kleine Überraschung mit süßen, tollen Figuren. Und da bekomme ich noch die Schneemann-Fähigkeit. Die Schneemann. Okay. Lieber Schneemensch. Die schnappe ich mir, sodass ich wieder der Eisbär-Kirby bin. Und dann haben wir dieses Level tatsächlich geschafft. Das war die Mondschein-Kluft. Die hat mir echt gut gefallen. Mal sehen, was uns gefehlt hat. Genau, Meisterin im geheimen Raum. Ohne ins Loch zu stürzen, finde den versteckten Schatz bei den Kaktusdrillingen. Wo gab es bitte Kaktusdrillinge? Bouncy, weiß ich jetzt gar nicht. Ach da, die Stelle, die ich so auffällig fand, oder? Grabor bewegt sich durch den Untergrund wie ein Fisch durchs Wasser. Blitzschnell gräbt er sich durchs Erdreich, um seine Feinde hinterrücks zu attackieren. Wie unhöflich. Zu allem Überfluss wirft er auch noch mit Erdbrocken und frisst alles, was ihm vor die Nase kommt. Das ist Grabor. Sieht ein bisschen so aus wie das Pokémon aus Schwarz und Weiß, oder? Na gut, gesucht Poster auch noch bekommen, ihr habt's gesehen. Jetzt geht es, wie es scheint, zum Endboss. Hier im Canyon. Und dann können wir endlich Elfiline retten. Sie wurde ja von DDD, oder er, entschuldigt bitte, er, es ist ein Junge, Elfiline ist ein Junge. Er wurde ja von DDD geschnappt, entführt, gekidnappt. Und wir müssen sie retten. Der Sammler der Schlaflosschlucht. Die Waddledees haben dir beim Öffnen des Tors geholfen, das dir den Weg versperrt hat. Betritt den nächsten Abschnitt und stell dich dem Boss, der über dieses Gebiet wacht. Ui, ich bin schon so aufgeregt. Wollen wir doch mal sehen. Aber vorher gibt es noch Straße der Schätze. Eiskalt abserviert. Okay, ich bin mal gespannt. Eisbär-Eisprüfung. Okay, darf ich jetzt servieren? Darf ich Eis servieren? Eiskalt abserviert. Hier gibt es Eis von Kirby. Lecker Schmecker, lecker, lecker, lecker. Holt euch Eis. Lecker, 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 lecker. Eis. Lecker, 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 lecker. Oh, jetzt sehe ich erst, wie das Spielprinzip hier funktioniert. Also dieses Minispielprinzip. Ich soll nämlich die Gegner vereisen und sie einfach nur in die jeweilige Richtung lenken oder schubsen. So wie hier zum Beispiel. Ah ja, dann habe ich es vorhin falsch gemacht. Hier Schneemänner erstellen. Die Schneemänner machen dann den Rest. Ihr seht es, es funktioniert tadellos. Und dann die Ramse noch. Dann haben wir es geschafft. Dann schnell weiter, Kirby. Autsch. Nur nicht dagegen donnern. Und das wird jetzt ein bisschen knifflig. Nee, der will der Eisbär. Boah, okay, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Wie besiege ich dich am besten? Hey, dein Popo ist gefroren. Hast du es gesehen? Ja.
nicht zerquetschen, Eisbär. Nee, nee, nee. Oh, der Eisbär, der ist schon eine Nummer für sich. Also, damit meine ich, die sollte man nicht unterschätzen. Der hat schon durchaus seine Kräfte, wie hier. Ich habe den eigentlich mal ein bisschen schwächer eingeschätzt. Aber jetzt zeigt er mir, welche der wahre Boss ist, so scheint es. Komm, 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 komm. Der ist echt hartnäckig. Uah. Ich glaube, ich habe noch nie so grauenvoll gegen Eisbär gekämpft. Uah, schön ausweichen, der erwischt mich ja ständig. Lass mich in Ruhe, Eisbär. Oh, der ist auch so Puste. Das ist meine Chance. Ja, 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 ja. Ein bisschen... Uah. Sag mal, willst du mich zerquetschen? Das war gefährlich, mein Freund. Und schön. Oh, ich glaube, die Schneemänner ziehen ein bisschen mehr Kraftpunkte ab. Ich hätte öfters mal die Schneemänner einsetzen sollen, statt ihn mit Eis anzuhauchen. Also merkt euch das, die Schneemänner sind stärker. Schneemänner erstellen und auf ihn werfen oder schubsen. So, benötigte Zeit 24 Sekunden zu langsam gewesen. Ja, das, da müssen wir uns nichts vormachen. Das war eindeutig. Und jetzt geht es zu der Stelle mit den Wellenbrechern. Ja, das ist nämlich hier. Diese Dinger sind Wellenbrecher. Aber ich kann den Schatz nicht spielen, da ich keine Sägezahnfähigkeit habe. Die muss ich erst noch erweitern. Jetzt geht es aber weiter mit der Sammler der Schlaflosschlucht. Das wird also der große böse Endboss sein hier aus der Wüste. Ich bin gespannt. Ich bin sogar sehr gespannt. Und wie immer gibt es die Qual der Wahl. Welche Fähigkeit soll ich nehmen? Was ist das hier für ein Raumschiff? Eine Maxi-Tomate, yay! Es gibt den Hammer, die Bomben und den Igel. Den Igel hatte ich beim letzten Mal auch. Also, den hatte ich doch bei Tazandra unter anderem, oder? Na, den hatte ich auf jeden Fall vor kurzem. Oder beim Baum. Ich nehme jetzt mal hier die Hammerfähigkeit. Upsala, ich wollte nur das Poster entfernen. Sofern das für uns relevant ist. Aber vielleicht auch nicht. So, mit der Hammerfähigkeit bin ich gut bedient. Ich spiele sehr, sehr gerne mit dem Hammer. Auch wenn die Reichweite alles andere als gut ist. Mittlerweile kann ich mit dem Hammer aber mehr oder weniger gut umgehen. Weswegen ich das gerne jetzt riskieren möchte. So. Und wo... Da vorne! Da vorne ist Elfilin! Elfilin, wir sind da, um dich zu retten! Elfilin! Oh. Das ist nur eine Puppe. Okay. Was? Was ist das denn jetzt? Hallo? Oh, oh. Das ist ja Tanz-Panzerbestie-Gürteltor. Ein Gürteltier. Nein. Wow. Oh, trifft drei der von Gürteltor angefertigten Kirby-Basteleien. Ja, ja, okay. Die, die es in der Luft gibt. Okay, immer schön ausweichen. Wenn er sich dreht, habe ich die Chance, ihn zu attackieren. Da oben gab es nochmal eine Kirby-Bastelei. Aus Pappmaché, oder? Also, wer von euch hat Lust, ein Kirby aus Pappmaché zu basteln? Und alle, die im Katzeclub sind. Wenn ihr einen Kirby gebastelt habt, dann zeigt ihn uns unbedingt im Katzeplaza unter Kunstwerke. Ladet da euer Bild hoch. Oh nein! Uiuiui. Hier geht's ja nochmal weiter. Okay, mal sehen, was jetzt kommt. Oh, 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 oh. Nein! Oh, ausgewichen. Oh, der greift ja nochmal an. Und nochmal. Okay, jetzt, jetzt. Das ist meine Chance, das ist meine Chance. Und boom. Ja, zieht viel ab, aber beim Gorilla haben wir mehr abgezogen. Aber woran liegt das? Der Gorilla hat doch Muskeln ohne Ende. Das stimmt. Aber dieses Tier hat einen starken Panzer. Wir benutzen gleich mal Angriff Plus, um einfach mehr abzuziehen. Ich sollte sowieso häufiger mal meine Items einsetzen, die ich links oben gespart habe. So, ich habe das 200 Sekunden lang, diese besondere Fähigkeit. Und was passiert jetzt? Hey, wer ist das denn? Ist das, weiß nicht, Kirby? Es ist auf jeden Fall eine Tanzpartnerin. Oh, wie süß, oder? Irgendwie süß. Er hat sich, weil er niemanden hat, eine Tanzpartnerin gebastelt. Und jetzt tanzt er. Das ist süß. Aber leider hilft mir das auch nicht weiter. Oh, ich kann das leider nicht zerstören. Na gut, dann muss ich wohl ausweichen. Oh nein. Uiuiuiui. Oh, das war knapp. Nein. Ja, ich hätte mich einfach schützen sollen. Ich könnte auch in die Defensive gehen. Das habe ich mit dem Stern auch nicht mal getroffen.
Und der hat sich mittlerweile erholt und führt das gleiche Angriffsmuster wieder aus. Das heißt, einmal prima Ballerina mit seiner Freundin. Einmal schön tanzen. Und dann, wenn er fertig ist, wirft er seine Tanzpartnerin mir entgegen. Und er hat ja plötzlich zwei, deswegen kommt nochmal eine. Und jetzt attackiert er mich. Ich schütze mich aber gerade mit der ZL-Taste. Für alle, die sich wundern, wie man sich verteidigen kann. Also mit der Schultertaste auf den Joy-Cons. Und jetzt müsste ich noch einmal richtig kräftig zuschlagen. Dann hätte ich ihn besiegt. Okay, ich bleibe einfach hier in der Verteidigung. Dann sollte mir eigentlich nichts passieren. Ich habe ja auch nicht mehr so viel Energie für diesen Kampf. Ich darf jetzt nicht aufgeben. Okay, schön verteidigen. Ja. Gut machst du das, Kirby. Er ist natürlich ein bisschen langweilig dann vielleicht vom Kampf, weil man sich dann einfach verteidigt, aber wenn man wenig Energie hat, ist das vielleicht die beste Methode. So, viel Energie hat er nicht mehr. Ich gehe jetzt ganz selbstbewusst in den Tanzkreis rein. Ja, es hat funktioniert. Zum Glück war ich so selbstbewusst. Und zack, das war's für das Gürteltier. Der muss jetzt erstmal schlafen gehen. Den sehen wir so schnell nicht wieder. Und da sind unsere Waddle Dees und eine Blaupause. Gürteltor mit Hammer besiegt, erledigt. Du hast die Blizzard-Eis-Blaupause erhalten. Bring sie zu Waddle Dees Waffenladen, um damit die Spezialpower Eis zu entwickeln. Sehr, sehr cool. Aber erstmal mache ich euch los. Ihr seid wieder frei, meine Waddle Dees. Ah, wie schön. Wie schön. Waddle Dees sind schon irgendwie süße Kerlchen. Findet ihr nicht auch? So, Abschnitt abgeschlossen und besiege den Boss innerhalb von 2 Minuten. Ja, da war ich definitiv zu langsam. Ich frage mich gerade, ob eine andere Fähigkeit besser gewesen wäre. Weil mit der war ich ja schon sehr aktiv, oder? Naja, wie auch immer. Der Sammler der Schlaflosschlucht, den hätten wir dann schon mal erledigt. Und für uns geht es jetzt wieder zurück in die Stadt der Waddle Dees. Hallo zusammen! Gibt es etwas Neues in der Stadt? Ja, tatsächlich. Einen weiteren Kaugummi-Automaten. Der Überraschungsautomat Serie 3 ist ab sofort verfügbar. Das Figurensortiment wurde um ein neues Set erweitert. Schöne Sache. Und natürlich gibt es im Waffenladen wieder was Neues. Die Spezialpower Bohrer kann nun weiterentwickelt werden und die Spezialpower Eis kann nun ebenfalls weiterentwickelt werden. Besuche Waddle Dees Waffenladen. Sehr schön. Doch die Frage ist, wie wird es weitergehen? Bleib katztastisch!